Johannes-Evangelium, Kapitel 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hast du das gehört, Erik? Das ist alles nur passiert, weil er dich, weil er mich, weil er uns so sehr liebt. Das ist die Liebe, die Essenz von Liebe ist Jesus Christus. Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit jeder, der jetzt an Jesus glaubt, nicht hier, dort, wo es steht in Römer Kapitel 6, der Tod, die Hölle, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben geschenkt bekommt. Und jetzt, pass auf, also, wir fassen zusammen. Du hast ja gerade gesagt, du weißt nicht. Ja, gleich, wir gehen gleich auf Jerome Nocciaro. Wir gehen gleich auf deine Frage ein, ganz kurz für Erik jetzt hier. Hör zu. Gott liebt dich so sehr, dich ganz persönlich, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit er für dich blutet. Und durch das Kreuz, durch sein Blut, bist du frei von deiner Sünde geworden, wenn du es glaubst, wenn du es annimmst, ne? Also, jetzt sagst du aber, ich habe nicht gesündigt. Ja, dann kannst du es nicht glauben. So viele Menschen sagen, weißt du was, ich bin ein guter Mensch. Ja gut, dann sei ein guter Mensch, aber du hast trotzdem gesündigt. Und die Sünde trennt von Gott. So, wenn du aber jetzt sagst, Herr, ich glaube das. Und ich habe gesündigt. Und bitte vergib mir meine Schuld. Dann lesen wir genau das jetzt in der Apostelgeschichte, Kapitel 26. Philipp, schreibt euch diese Bibelstellen auf. Falls ihr mit Menschen spricht, ich sage extra immer wieder diese Bibelstellen, schreibt euch die auf, damit ihr das nächste Mal das wisst. Apostelgeschichte 26, 18. Dort ist das jetzt der Ausweg aus unserer Situation. Stellt euch Folgendes vor. Ihr seid in einem geschlossenen System. Ich habe das schon mal erklärt in einer Predigt. Ihr seid in einem geschlossenen System, komplett zu. Und alle Menschen sind in diesem geschlossenen System. Und alle Menschen dort in diesem geschlossenen System, unten steht Hölle drauf. Alle Menschen gehen automatisch verloren. Alle Menschen. Alle Menschen. Und jetzt ganz oben, außerhalb des geschlossenen Systems, oben, da ist der Himmel. Und wir können aus diesem geschlossenen System nicht raus. Dort können wir nur raus, weil Jesus sagt, ich bin die Tür. Und wer durch mich hineingeht, der ist gerettet. An der Seite ist einmal ein Exit-Schild aus diesem geschlossenen System. Und wenn wir jetzt da durchgehen, dann ist der Zugang frei zu Gott. Aber weißt du, wie du da durchgehst? Lesen wir in der Apostelgeschichte 26, Vers 18. Um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt Satan zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind durch den Glauben an Jesus. Also nochmal. Hier. Siehst du deine Augen, meine Augen? Erik, wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann bist du leider noch blind. Und alle anderen Menschen auch. Und jetzt hier, um ihnen die Augen aufzutun. Ich möchte heute, der Herr möchte heute durch sein Wort dir die Augen auftun, damit du etwas erkennst. Damit du dich bekehren, damit du umkehren kannst, damit du Buße tun kannst. Buße bedeutet umdenken, anders denken. Und zwar, ja, Herr, ich habe es verstanden. Ich habe es das erste Mal jetzt verstanden. Ich habe verstanden, dass ich ein sündiger Mensch bin. Und ich habe verstanden und ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Und jetzt weiß ich, wo ich diese Vergebung, diese ganze Last, die mich mein ganzes Leben schon bedrückt, diese Last will ich endlich loswerden. Diese Last der Sünde, die kann ich bei dir abladen. Weißt du, das kannst du im Gebet tun. Und Amen. dann kannst du dich bekehren. Das bedeutet umkehren, einen anderen Weg einschlagen. Du steigst aus einem Zug aus und steigst in einen anderen Zug aus und gehst jetzt einen anderen, fährst einen anderen Weg. Nicht mehr den Weg in die Hölle, sondern den Weg in den Himmel. Das bedeutet Bekehrung. Und zwar, damit sie sich bekehren von der Finsternis. Von der Finsternis. Guck mal, es ist jetzt draußen dunkel. Das ist Finsternis. Von der Finsternis zum Licht. Aber nur weil es jetzt draußen dunkel ist, ist es nicht nur jetzt Finsternis, sondern sogar am Tag ist es Finsternis, weil nämlich der Teufel und seine Dämonen hier in dieser Welt herrschen. Das ist Finsternis, die Sünde, das ist Finsternis, damit du herauskommst aus der Finsternis und ins Licht gehst. Hier, von der Gewalt Satans, lest das bitte mit, das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. Von der Gewalt Satans zu Gott. Diese Herrschaftswechsel, das ist der Ausweg, das ist der Weg. Erik, bist du noch hier? Ich glaube, er ist noch da, oder? Okay, der Weg. Du hast vorhin gefragt, ich weiß den, ich kenne den Weg nicht. Ich weiß es nicht. Wir gehen gleich auf deine Frage ein, Ina. Gleich, kleinen Moment. Du hast gerade gesagt, du kennst den Weg nicht. Ja, du bist noch da. Jetzt weißt du den Weg. Jetzt kannst du nie mehr zu Gott sagen, es hat mir keiner erklärt. Ich meine, das ist verständlich, oder? Also, du bist ein sündiger Mensch.
Und du bekommst Sündenvergebung in Jesus Christus. Und wenn du sie nicht hast, gehst du verloren. Und jetzt darfst du dich bekehren, im Gebet sagen, Herr, bitte nimm mich doch an. Ich habe erkannt, ich bin ein sündiger Mensch. Ich will jetzt meine ganze Last, diese ganze Sündhaftigkeit, die ich habe, möchte ich bei dir abladen. Bitte vergib mir all meine Schuld und all meine Sünde. Ich möchte jetzt dein Kind werden. Ich möchte jetzt diesen Herrschaftswechsel tun von der Gewalt Satans zu dir, Gott. Ich glaube das, was du für mich getan hast. Dann wärst du ein Kind Gottes. Und dann bist du gerettet für Zeit und Ewigkeit. Also dann darfst du jetzt ein fröhliches Gotteskind sein und dem Herrn Jesus folgen. Dann darfst du ihn kennenlernen, Bibel lesen. Dann darfst du ihn kennenlernen, deinen Gott kennenlernen. Und dann darfst du ihn lieben lernen. Und dann darfst du ihn sogar dienen lernen. Das passiert ganz automatisch, ja? Ja, also das war nur ganz kurz zu Erik. Erik, ja. Ich hoffe, ich konnte dir da Hilfe sein. Und ich hoffe, dass ich es irgendwie verständlich erklärt habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat.